Wir könnten alle bald ein riesengroßes Problem haben. Joe Biden hat ein großes Ölförderungsprojekt im US-Bundesstaat Alaska genehmigt, obwohl er im Wahlkampf 2020 als Klimakandidat versprochen hatte, keine neuen Öl- und Gasförderungen auf bundeseigenem Land zuzulassen. Gerechtfertigt wird das Ganze durch entstehende Arbeitsplätze und die Energieunabhängigkeit der USA. Was ein toller Grund. ConocoPhillips, so heißt die Firma, die für das Ganze verantwortlich ist, soll mit den drei Bohrstellen bis zu 180.000 Barrel Öl pro Tag produzieren. Ein Barrel sind ca. 169 Liter. Seit 2021 steht fest, dass keine neuen Öl- und Gasförderungsprojekte mehr entwickelt werden dürfen, weil wir es sonst nicht schaffen werden, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das Projekt wird jedoch, falls es durchkommt, bis zum Jahr 2050 ungefähr so viele Treibhausgase produzieren wie 70 Kohlekraftwerke zusammen. Das klingt nicht sehr klimaneutral. Ökosysteme werden zerstört, Tiere verlieren ihre Lebensräume und unzählige Arten werden aussterben. Nicht zu vergessen, die katastrophalen Umstände, mit denen die Menschen in umliegenden Regionen zu kämpfen haben. Der einzige Weg, wie man das ganze Projekt im Moment von zu Hause aus ausbremsen bzw. stoppen kann, ist eine Petition, die ihr alle unterschreiben solltet. Geht ganz schnell, der Link ist in meiner Bio.